Wir sind aus Kiel hergezogen, beruflich bedingt, sind dann genau eigentlich hier auf den 100 Quadratmetern geblieben, oder? Ich bin Luise, ich bin 12 Jahre alt und ich schwimme. Ich bin Konstantin, ich bin jetzt 15,5 und ich gehe auf die HVK. Ich bin Moritz, ich bin 7 Jahre alt und spiele Handball. Ich bin Arvid, bin 46 Jahre alt und ich arbeite hier bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ich bin Katrin Lehner, ich bin 43 und arbeite auch in Eschborn in einer eigenen Kanzlei als Rechtsanwältin. Ja. Ich bin Justus, bin 11 Jahre alt, gehe auf die HVK und spiele Handball. Also ich bin in Kiel geboren und dann irgendwann hier hingezogen, ich glaube mit 2 oder so. Und die anderen sind alle hier in Höchst geboren und wohnen schon immer hier. 3 sind ja echte Eschborner, aber die Struktur ist halt hier tatsächlich so, dass man unheimlich unterscheidet zwischen Alteingesessene und Neubürger. Und wir fühlen uns eigentlich sehr gut integriert und sind eben auch in verschiedenen Punkten engagiert. Und ich leite jetzt seit 10 Jahren, glaube ich, ungefähr den Eschborner Kinderbeirat. Und wir tagen wie die Großen im Rathaus. Das ist wie eine Stadtverordnetensitzung. Ein Kinderparlament. Ein Kinderparlament, genau. Ja, eigentlich ist das einzige Kriterium, dass man Eschborner ist, beziehungsweise Niederhöchstädter. Einfach zu einer Sitzung kommen und dann kann man auch einfach aufgenommen werden. Dann wird diskutiert, dann wird es zwar nicht direkt umgesetzt, aber dadurch, dass die anderen Leute auch zuhören, die von der Stadt, dann nehmen die das auf und dann diskutieren die nochmal darüber und dann kann man manche Sachen umsetzen. Wir sind hier im Feld zwischen Eschborn und der Höchstadt. Ja, und hier sind wir alle irgendwie aus unterschiedlichen Gründen immer wieder. Wir genießen das sehr, dass hier direkt das Feld beginnt am Rande des Wohngebiets. Generell ist es super praktisch, dass hier, wo wir wohnen, super viele andere Familien wohnen und sehr viele andere Kinder im gleichen Alter sind. Und deswegen haben wir auch eine relativ coole Nachbarschaft, wo wir uns alle eigentlich untereinander gut kennen. Wir machen Grillen. Manchmal, das nennen wir Wingertgrillen, weil wir im Wingert wohnen. Man kennt sich und man weiß, wer die anderen sind. Ja, man schaut nacheinander und das ist gut. Und ich träume davon, dass wir im nächsten Jahr dann unsere 1251-Jahrfeier haben und es eine ganz große Fete wird. Mit dem DJ.